Herzlich willkommen zu meinem dritten Video zum psychologischen Thema Wahrnehmung. Und hier geht es jetzt vor allem um die Objektwahrnehmung. Wie werden Objekte wahrgenommen? Ein wesentlicher Begriff, den wir anfangs gleich ansprechen werden, ist hier die Lokalisierung. Bei der Lokalisierung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung geht es darum, dass mit Hilfe unseres Gehirns wir Menschen es schaffen können, uns in einer Situation zurechtzufinden. Dass wir es also schaffen, zu wissen, an welcher Stelle bestimmte Dinge sind. Nehmen wir gleich ein konkretes Beispiel. Hier sehen wir eine Kletterin, die in einer Kletterhalle unterwegs ist und diese Kletterin muss natürlich genau wissen, wenn sie an einer bestimmten Stelle zugreift, wenn sie ihre Hand ansetzt, wenn sie ihre Beine verwendet, wo sie mit ihren Körperteilen sich durch diese Kletterwand bewegen kann. Und dadurch, um das eben zu schaffen, muss das Gehirn eben dann die Lage und der Ort von ihrer Hand, von ihrem gesamten Körper, von ihren Beinen eben auch und von den Griffmöglichkeiten, also von diesen Möglichkeiten, wo man dann zugreifen kann, innerhalb dieses Klettersteigs dann Bescheid wissen. Und das schafft unser Gehirn. Und da gilt es, ein paar Probleme für unser Gehirn natürlich zu lösen, wie zum Beispiel die getrennte Wahrnehmung. Und die getrennte Wahrnehmung bedeutet, dass eben wir es schaffen, mit Hilfe unseres Gehirns ein Objekt vom Hintergrund zu unterscheiden. Das würde hier zum Beispiel bedeuten, dass die Kletterin hier dann mit der Hand ganz gezielt einen bestimmten Bereich zugreifen kann und dass sie dann nicht einfach nur irgendwie in die Wand greift, sondern dass sie ganz gezielt dann eben zugreifen kann. Das wiederum bedeutet, dass wir uns in unserer Umwelt zurechtfinden können. Das natürlich nicht nur in der Kletterwand, sondern auch ganz normal, wenn wir uns zum Beispiel im Straßenverkehr weiter bewegen. Und dazu gehört es eben auch dann, Objekte zu ergreifen. Wenn wir hier jetzt ein Beispiel hereinnehmen, ein Beispiel hereinnehmen bedeutet in diesem Zusammenhang hier die Unterscheidung zum Beispiel von Vordergrund und Hintergrund, dann können wir hier zum Beispiel eine Gestalt hereinnehmen und wir sehen hier dann entweder zum Beispiel eine Vase, dieser schwarze Bereich, oder wir sehen dann auch zum Beispiel hier zwei Gesichter, die sich einander zuwenden. Und das könnte man dann auch wieder in Verbindung bringen mit dem Figur und Hintergrund in meinem zweiten Bereich bei der Separierung von Objekten. Bevor wir dazu aber kommen, hier ein Beispiel, ein Kind, das nach einem Mobile greift. Und dieses Greifen nach dem Mobile ist ja nichts anderes als das Greifen nach Objekten. Das Kind muss es schaffen, seine Hände zu koordinieren, muss seine Hände ganz gezielt dann letztlich erlernen, mit Hilfe eben das Gehirn lernt letztlich, mit Hilfe seiner Hände eben dann ganz gezielt dann diese einzelnen Teile des Mobiles dann zu ergreifen. Dadurch muss es natürlich auch wiederum als Voraussetzung können, dass es eben die Objekte von dem restlichen Teil seiner Umgebung unterscheiden kann. Und da sind wir jetzt eben dann bei der Separierung von Objekten angelangt. Und hier geht es dann darum, dass es unterscheiden kann, eben wie gesagt, zwischen der Figur, also zum Beispiel ein Teil des Mobiles, und dem Hintergrund. Das Ganze setzt das voraus natürlich, dass das Gehirn diese Erzeugung auch vollbringen kann. Und dass die Reize, die auf das Kind einprasseln oder überhaupt auf uns Menschen, von uns wahrgenommen werden, auch unterschieden werden können. Nämlich zwischen Figur und Hintergrund. Und ein Merkmal solcher Objekte ist, dass sie eben körperhaft sind. Das heißt, dass sie zum Beispiel angreifbar sind, dass sie berührbar sind. Schwierigkeiten ergeben sich bei Kippfiguren. Das haben wir vorhin gerade gehabt, bei dieser Vase und dem Menschen. Das kann also auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Das würde eine Kippfigur sein. Das heißt, einmal nimmt man zum Beispiel als Vase wahr und andererseits zum Beispiel als ein paar schwarzer Gesichter. Wenn wir hier so ein Beispiel noch einmal betrachten, dann haben wir hier zum Beispiel hier entweder ein Kaninchen. Beim Kaninchen wären dann hier zum Beispiel dann die Ohren, die wir anführen könnten. Oder es ist eine Ente und die Ente würde dann hier vorne zum Beispiel den Schnabel haben und hier wäre dann das Auge dann dieser Ente und dieser Schnabel wäre dann aufwärts gerichtet. Also je nachdem erscheint es entweder als Kaninchen oder eben auch als Ente. Also ein anderes Beispiel für so eine Kippfigur könnte man hier zum Beispiel anführen, eine junge Frau, die Nase der jungen Frau wäre dann hier und sie würde dann in diese Richtung blicken oder eine ältere Frau und diese ältere Frau, da wäre das Auge nicht wie bei der jüngeren Frau hier, sondern wäre hier und dann wäre dann hier dann zum Beispiel die Nase und hier wäre dann das Kind dieser älteren Frau. Wiederum ein Beispiel eben für so eine Kippfigur. Solche Objekte werden eben dann wahrgenommen
aufgrund sogenannter Gestaltprinzipien, Gestaltgesetze. Da sind wir hier beim Bereich der Gruppierung von Objekten angelangt. Und so könnte man als Beispiel zum Beispiel sagen, dass es hier Punkte geben könnte, die als Muster betrachtet werden, die als zusammengehörig betrachtet werden. Wenn ich jetzt hier hineingehe, dann sehe ich hier zum Beispiel diese Reihe von Punkten. Und diese Punkte werden als zusammengehörig wahrgenommen, nämlich in dem Fall hier zum Beispiel bei einem Smiley wäre das der Mund und diese Punkte hier würden dann die beiden Augen bilden. Oder wenn ich das hier betrachten würde, dann würden hier in Verbindung mit auch einer bestimmten Farbe hier zum Beispiel senkrechte Linien durch diese Punkte dann gebildet werden. Und weiter sind hier eben dann diese Prinzipien zu erwähnen, das heißt, man hat Namen für diese Gestaltprinzipien gefunden. Und da spricht man zum Beispiel vom Prinzip der Nähe oder Prinzip der Farbähnlichkeit. Prinzip der Nähe wäre eben dann hier, dass diese Punkte so eng beieinander stehen, das heißt, die gehören uns insofern zusammen. Und ein Prinzip der Farbähnlichkeit wäre dann hier, dass zum Beispiel ähnliche Farben dann auch dann als ähnlich zusammengehörig eben dann auch empfunden werden. Ja, was ist eine Gestalt überhaupt, wenn ich von Gestaltprinzipien spreche? Gestalt ist dann für sich eine bestimmte Form einer Sache, die ich wahrnehme. Eine gute Gestalt ist dann, wenn ich sie als wirklich eindeutig identifizierbar wahrnehme. Das heißt, wenn ich es wirklich sehr rasch erkennen kann, dass es sich um eine bestimmte Sache handelt. Also hier zum Beispiel wäre das hier eine gute Gestalt, wenn man hier das Zusammengehörige empfinden würde, dass ich hier zum Beispiel jetzt eine Kiste zum Beispiel habe. Hier oben haben wir dieses Beispiel einer Kippfigur. Da haben wir hier wiederum in dem Fall hier eine ältere Frau, wenn man hier das Kinn nehmen würde. Und hier hätte man dann eine jüngere Frau. Wenn man hier dann die Augen nehmen würde und dann die Nase nehmen würde, dann wäre das, und hier der Hals, wäre das zum Beispiel hier eine jüngere Frau oder hier heroben wieder mal, was wir vorhin schon gehabt haben, entweder hier diese Vase oder die zwei Gesichter. Je nachdem, was man hier betrachtet, wird man dann unterschiedliche Objekte als solche wahrnehmen können. Diese Vorstellung, dass Dinge eben als Gestalt, als Ganzheit wahrgenommen werden, wurde von der sogenannten Gestaltpsychologie aufgegriffen und deren Vertreter versuchen eben dann Erklärungsversuche zu entwickeln, wie könnte unsere menschliche Wahrnehmung funktionieren. Und um das eben erklären zu können, haben sie sogenannte Gestaltgesetze entwickelt. Die orientieren sich dann eben nach diesen Gestaltprinzipien. Und eine wesentliche Voraussetzung für diese Gestaltgesetze ist eben die Annahme, dass Reize vom Menschen, von seinem Gehirn her, als zusammenhängend erkannt werden. Also zum Beispiel hier nach diesem Prinzip der Nähe, hier diese Punkte nebeneinander in einer ähnlichen, also in einer Nähe eben, dann das zusammengehörig dann in dem Fall als Mund eben wahrgenommen werden. Eine weitere Möglichkeit, hier die menschliche Wahrnehmung zu beschreiben, das sind hier dann, dass man versucht, die Objekte nochmal genauer zu untersuchen nach Objekten, nach Merkmalen. Und da hat man festgestellt oder geglaubt festgestellt zu haben, dass es hier sogenannte Gione gibt. Das heißt, man hat versucht, Objekte sich anzuschauen, welche Merkmale haben sie, und man hat hier sogenannte geometrische Merkmale festgestellt. Und geometrische Merkmale bedeuten, dass es hier, hier habe ich nochmal dieses Gesetz der Ähnlichkeit, auch Geschlossenheit in der Nähe, aber ich bin ja gerade bei den Gionen. Und bei den Gionen hat man festgestellt, dass es hier eine bestimmte Anzahl von Objekten gibt, geometrische Merkmale gibt, und das sind angeblich 36. Und aus diesen 36 Merkmalen, also zum Beispiel hier in einem Kreis oder einem Zylinder, könnte man alle anderen natürlichen Objekte zusammenstellen. Wenn ich also hier zum Beispiel eine Reihe von Objekten habe, könnte ich die dann als zusammengehörig erstellen, dass ich hier zum Beispiel eine Kugel habe oder einen Kreis und kann dann mit Hilfe dieser 36 geometrischen Merkmale, diese 36 Figuren dann alle natürlichen Objekte zusammenstellen. Das heißt, das Gehirn würde dann, wenn diese Ansicht richtig wäre, würde es dann mit Hilfe dieser 36 Gionen eben dann all diese Objekte dann darstellen. Nächster Punkt ist dann hier, ich blende hier einen Nachttisch ein, wird man feststellen können, wenn man hier zum Beispiel reinschaut, dass es sich hier um einen Wecker handelt. Wie weiß ich das? Ich betrachte mir den Kontext, das heißt den Zusammenhang, wo ich diesen Wecker eben dann sehe und könnte dann sagen, okay, das hier ist ein Bett, das ist der Nachttisch und auf dem Nachttisch sind eben bestimmte Dinge, wie zum Beispiel eine Lampe, vielleicht auch ein Buch und vor allem auch ein Wecker. Wenn ich das nicht im Zusammenhang mit einem Nachttischlampe, mit einem Nachttisch sehen würde, könnte ich vielleicht sagen, das ist eine Uhr. Aber aufgrund des Zusammenhangs, dass es eben im Kontext steht, mit einem Bett, mit einem Nachttisch, gehe ich davon aus, dass es sich hier um einen Wecker handelt. Das heißt, auch der Kontext kann wichtig sein.
Und damit sind wir schon hier beim Erkennen der natürlichen Objekte, also nicht nur von Gionen zum Beispiel, die sich auf bestimmte Objekte beziehen, sondern auf Erkennen natürlicher Objekte, können zwei verschiedene Arten von Prozessen unterschieden werden, das heißt die Art und Weise, wie die erkannt werden. Sogenannte Bottom-up-Prozesse und sogenannte Top-down-Prozesse. Bottom-up-Prozesse bedeutet, dass das relativ automatisch funktioniert, dass das Gehirn relativ rasch arbeitet und dadurch ist der Energieverbrauch sehr gering. Ich muss mich also nicht sehr bewusst damit auseinandersetzen, was ich hier sehe. Und diese Erkenntnis läuft zum Beispiel aufgrund der Geonbeschreibung ab. Da wird eben das sehr automatisch erkannt und da gibt es eben dann Punkte, die mit hineinspielen, eben diese Geonbeschreibung, bestimmte Reizmerkmale, wie zum Beispiel Helligkeit, Form, Farbe und die Ausrichtung. Und da läuft das Erkennen relativ automatisch ab. Dann gibt es aber noch den Top-Down-Prozess und da gehört es eben dazu, dass ich bestimmtes Vorwissen noch habe, ein bisschen Hintergrundwissen habe, dass ich auch bewusst mich mit der Sache auseinandersetzen muss zum Teil. Und da ist es eher ein energieaufwendiger Prozess für unser Gehirn. Und da arbeite ich zum Beispiel als Mensch mit meinem Gehirn mit dem sogenannten Kontextzusammenhang. Und ein Beispiel für diesen Kontextzusammenhang haben wir hier schon kennengelernt, nämlich im Zusammenhang hier mit diesem Nachttisch. Gut, ich hoffe dir jetzt die wesentlichsten Punkte in aller Kürze dargestellt zu haben, nämlich zum Objekte wahrnehmen. Bis zum nächsten Mal.